Wir gehen in 30 Sekunden auf Sendung. Okay, Ihr Platz ist der gleich hier. Kann ich nicht weiter hinten sitzen? Und nun zu einer Geschichte über einen jungen Mann, der vor vielen Jahren in Prag war und dort eine schreckliche Situation vorfand. Flüchtlinge, die zu Tausenden dort gestrandet waren. Und der Einmarsch von Hitlers Truppen stand bevor. Denkst du manchmal darüber nach, was aus den Kindern geworden ist? Sie haben bestimmt viel zu erzählen. Um mich geht's überhaupt nicht. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, diese Kinder mit dem Zug nach Großbritannien in Sicherheit zu bringen. Warum tun Sie das, Mr. Winton? Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, will ich's versuchen. Ich muss. Geh und beeil dich! Nikki, dir ist doch klar, dass wir nicht alle retten können. Das musst du dir selbst unbedingt verzeihen. Ich habe die Sache angefangen. Ich muss sie auch zu Ende bringen. Wir dürfen diese Menschen auf keinen Fall im Stich lassen. Was du da geschafft hast, ist unglaublich. Wir tun alles, was wir können. Sie haben großes Vertrauen in gewöhnliche Menschen. Ich bin ja selbst einer. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Bitte verzeihen Sie aber, über wie viele Kinder sprechen wir. Kann es sein, dass heute Abend hier noch jemand unter uns ist, der sein Leben Mr. Nicholas Winton zu verdanken hat? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich diesen Trailer ziemlich rührend finde, vor allem auch, wenn man die Originalbilder dieser besagten TV-Sendung vor dem inneren Auge hat. Solltet ihr diese Szene nie gesehen haben rund um Nicholas Winton, ihr findet sie verlinkt in der Infobox. Schaut sie euch gerne an, die ist sehr rührend und sehr bewegend. Und damit war es der Trailer zu One Life, den uns Square One Entertainment voraussichtlich ab dem 28. März diesen Jahres in die deutschen Kinos bringt. Ist Drama, ist Biopic, ist wahre Geschichte mit Anthony Hopkins, Johnny Flynn, wir sehen auch eine Helena Bonham Carter und viele mehr. Und es ist die wahre Geschichte von Nicholas Winton, einem, der 1938 nach Prag reist, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, versucht, so viele wie mögliche geflohene Kinder vor dem Nazi-Regime zu retten, so viele wie geht nach England oder nach Großbritannien zu bringen. Und er wird 669 Kindern das Leben retten. Und damit ist er ein Held, aber hat jahrzehntelang danach damit zu kämpfen und zu strugglen und macht sich immer wieder Vorwürfe, warum er nicht noch hätte mehr retten können, und trauert jeder Seele hinterher, die er nicht helfen konnte, bis es halt zu dieser Sendung kommt und auch diese klare Konfrontation, in der sichtbar wird, wie viele Menschen ihr Leben dadurch gelebt haben, erwachsen und alt geworden sind, weil sich dieser Mann und seine Helfer stark gemacht haben. Und da muss ich sagen, bin ich voll dabei, mehr von diesem Leben wissen zu wollen, diesen Film sehen zu wollen, und finde One Life einen interessanten und berührenden Trailer, bei dem ich sofort sage, will ich sehen und werde ich sehen. Wenn ihr, wie gesagt, das Szene noch nicht gesehen haben solltet aus dieser Show damals, guckt sie euch, wie gesagt, gerne mal an. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr zu diesem Trailer von One Life zu sagen habt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.